Halli, hallo, hallöchen, liebe Freunde und Liebhaber von Ballisten. Wir sind wieder bei Dragon Quest Builders und reden mit Gerontius. Mal gucken, was er rausgefunden hat. Als Igor seine Experimente zur Unsterblichkeit begann, sagte ich ihm, ich wolle nichts damit zu tun haben. Ich gab meine Forschung aus Protest dagegen auf. Die Gräber, an denen ich stand, als wir uns das erste Mal begegneten, gehörten den Männern und Frauen, die Igors grausamen Eifer zum Opfer fielen. Zero, ich ringe immer noch mit diesem Dilemma. Ist es wirklich richtig von uns, gegen die Seuche anzukämpfen? Sollten wir Menschen nicht lernen, unsere Grenzen zu akzeptieren, anstatt zu versuchen, uns aus den Klauen von Tod und Krankheit herauszuwinden? Trotzdem kann ich es nicht zulassen, dass Igors letzte noble Tat umsonst gewesen sein soll. Ich werde es auf mich nehmen, seine Unterlagen zu studieren und Nutzen aus ihnen zu ziehen. Ich weiß nicht, ob es richtig von mir ist, so zu handeln, aber ich schulde es dem Jungen in jedem Fall. Die Analyse dieser Notizen wird einige Zeit in Anspruch nehmen, Zero. Während ich mich damit befasse, solltest du dich wieder dem Ausbau der Siedlung widmen. Wir wissen nicht, welche Schrecken uns noch bevorstehen. Es wäre nur klug, auf alles vorbereitet zu sein. Okay, Stufe 4. Kriegen wir hin. Machen wir. Weiß zwar noch nicht wie. Doch, ich weiß wie. Ha! Damit hat es doch beim letzten Mal super gut funktioniert. Er verkleidet mir jetzt Zeug, was ich eigentlich gar nicht verkleidet haben möchte. Muss ich gleich wieder korrigieren hier. Geschafft. Ja, wobei es eigentlich egal, ne? Wahrscheinlich nicht, aber was soll ich machen? Das sind die unteren, ne? Naja, das können wir ja immer noch korrigieren, wenn wir lustig sind. Ich weiß, wir können eigentlich schon weitermachen, aber jetzt habe ich so viele von den Dingern, ich weiß nicht, was ich sonst damit machen soll. Außerdem ist Holz schwerer zu attackieren und abzubauen. Als Erdblöcke. Vielleicht schaffen wir sogar Stufe 5. Ah. Okay, das sieht wirklich kacke aus, aber egal. Ich habe immer noch 11 Stück von den Dingern. Immer noch.
Eieieiei. Zwei. Noch eins. So. Endlich alle weg. Das Holz bauen wir jetzt nicht ab. Wo ist denn Gerontius? Da ist Gerontius. Gerontius! Stufe 4. Du hast Beachtliches geleistet, junger Mann. Remoldar sieht besser aus als aus denn je. Und deine Fähigkeiten als Bauer scheinen sich ebenfalls zu steigern. Während du mit dem Ausbau der Siedlung beschäftigt warst, habe ich meine Analysen von Igos Forschung vollendet. Anscheinend hat er die gleiche Idee wie ich und konzentrierte sich bei seinen Untersuchungen auf die lebenserneuernde Kraft Yggdrasils. Der Weltenbaum, der auf den Ruinen des Heiligtums wuchs und dessen mächtige Zweige die Kraft des Lebens selbst in sich bergen. Aber einige Mächte sollte man nicht unterschätzen, junger Mann. Wir dürfen diesen törichten Kampf gegen die Seuche nicht fortführen. Ich habe kein Verlangen danach, weiterhin sinnlos die Katastrophe herauszufordern. Ich hielt es für das Beste, jetzt einen Schlusspunkt zu setzen. Vielen Dank für alles, Sero. Cool. Essig. Okay, kämpfen. Ich möchte gerne vorher... Also ich denke, wir sind gut ausgerüstet. Nee, einfach weil wir es können. Okay, jetzt kriege ich keine Samen mehr. Das ist sehr schade. Komisch. Aber egal. So. Haben wir wenigstens noch ein bisschen Holz? Na. Das hier pflanzen wir dahin. Kriege hier wieder bloß zwei raus. Naja, gut. Dann würde ich gerne da noch eine hinbauen. Und wo bauen wir noch eine hin? Da haben wir auch eine stehen. Gute Frage. Bauen wir sie da hin. So. Passt. Ich bin ja immer von Ausgang, die schießen von alleine. Allerdings muss ich die wahrscheinlich, oder muss ich die ja selber benutzen. Zero, mein Engel, ich habe schreckliche Neuigkeiten. Die Monster sind wieder auf dem Weg her, um uns anzugreifen. Wir müssen sie zurückschlagen, sonst bereiten sie unsere Bemühungen, die Menschen in Remoldar zu heilen. Yeah. Was sagst du da? Gerontius meint, wir sollten den Kampf gegen die Seuche aufgeben? Was? Wie kann er so etwas nur sagen? Ich werde niemals aufgeben, niemals, niemals. Aber wir haben jetzt keine Zeit, darüber zu streiten. Die Monster stehen vor den Toren. Bist du bereit zu kämpfen? Zero, mein Engel, solange ich die Kraft habe, denen zu helfen, die noch ärmer dran sind als ich, werde ich niemals aufgeben. Ich werde an deiner Seite kämpfen. Gemeinsam werden wir die Monster vertreiben. Wenn diese Siedlung zerstört würde, mitsamt unserem Krankenzimmer, wie können wir dann dem nächsten Patienten helfen, den wir auf dem Weg hier finden? Okay, dann wird jetzt gekämpft. Oh Gott, was sind das für Dinger? Oh Gott im Himmel. Alles klar. Okay. Ihr seid auch doof, deswegen muss ich euch leider... mal hier runterlocken.
Aber ihr seid keine Gegner für uns. Jetzt kommt ihr da leider noch nicht wieder raus. Ist aber nicht schlimm. Die nächsten Monster kommen eh hier runter. Moment. Okay, der Penner. Den. Okay, ich übernehme doch nicht selber. Geht der Zit? Drauf auf den. Ich habe meine eigene Bude geschrottet, ich Depp. Gar kein Problem, haben wir gleich wieder aufgebaut. Oh, ein grünes Teleportal. Wer wagt es, Hoffnung in mein Reich zu verbreiten? Du bist das. Oh, oh. Sich das nur schnell. Alter. Jetzt können wir pennen. Oh oh. Habe ich das richtig gesehen? Ich habe es richtig gesehen. Was ist denn mit Ines passiert? Zero. Es tut mir so leid, mein Engel. Ich habe mir etwas eingefangen. Ich glaube, es ist dieselbe Krankheit. Ich kann meinen armen Patienten nicht mehr überstehen. Ich würde ihnen nur Schaden zufügen. Bitte, Zero, du hast es schon genug getan. Versuche nicht, mich zu retten. Diese Krankheit zu heilen steht nicht in unserer Macht. Wenn ich diese Krankheit im ganzen Ort verbreiten würde, wären die Menschen, die wir so mühsam gerettet haben, dem Untergang geweiht. Ich bitte dich, Zero, um meinen Willen, um unser aller Willen. Bitte, töte mich. Nein, natürlich nicht. Okay. Ich glaube nicht, dass ich das herstellen kann. Was? Ihnen ist es krank? Aber warum? Wie konnte das geschehen? Wir haben uns selbst in diese Lage gebracht, junger Mann. Es war töricht von uns zu glauben, wir könnten die Epidemie besiegen. Zero, ich möchte, dass du ihre Bitte erfüllst. Bitte, Zero, ich flehe dich an. Bitte, töte Ines. Alter Gerunzus, jetzt ist mal gut hier. Es reicht. Nein, warte, halt ein. Ich kann einfach nicht zulassen, dass du das tust. Ich kann nicht den Tod meiner eigenen geliebten Enkelin anordnen. Zero, du musst einen Weg finden, sie zu retten. Ach, richtig. Du hast ein neues Teleportal gefunden, nicht wahr? Man sagt, dass ein Teleportal seinen Besitzer stets an den Ort führt, den dieser erreichen muss.
Ich flehe dich an, reise durch das Teleportal und begib dich zu den Ruinen des Heiligtums, wo der Weltenbaum Wurzeln geschlagen hat. Igors Aufzeichnungen zufolge wirst du dort ein uraltes Artefakt finden, das man einen Transmutationstisch nennt. An diesem magischen Tisch können die potentesten der Mittel hergestellt werden. Vielleicht sogar eine Arznei, die ihnen das Leben retten kann. Zero, ich flehe dich an. Durchstreite das grüne Teleportal und suche nach dem Transmutationstisch. Okay. Jetzt müssen wir uns erstmal einen Riesenhammer bauen. Muss ja auch nach was aussehen, das Ganze, wa? Okay. Da schreiten wir allerdings noch nicht durch. Denn wir machen jetzt erstmal Pause, werden uns die anderen applaudieren, sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und machen uns die weitere Reise durchs neue Teleportal. Tschüss!